Willkommen zurück hier beim Herrn Lück und seiner Spielesammlung. Und zwar heute Act of War Direct Action und dann im Anschluss gleich Act of War High Treason. Direct Action übersetzt direkte Aktion, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Add-on heißt High Treason, das heißt nichts anderes als Hochverrat. Tja, was haben wir denn hier für ein Spiel und warum ist das so eine komische Auflösung? Ich kann euch das verraten. Das Spiel hat eine Besonderheit und zwar, es ist ziemlich alt. Von wann, das verrate ich gleich, aber es gibt bei der Installation auch ein bisschen was zu beachten und es hat keine Breitbildauflösung, auch per INI geht das nicht. Jedenfalls habe ich nichts gefunden, auch im Internet nicht. Google hat mir nicht geholfen. Aber ich erkläre mal kurz, was erwartet uns denn jetzt die nächste 15, 20, 30 Minuten. Und zwar ist es ein packender Mix aus 3D-Shooter und Echtzeitstrategiespiel. Vergleichbar mit CNC Command & Conquer, Joint Task Force, Company of Heroes oder World in Conflict. Die Plattform ist hier PC, der Preis 10 Euro. Das ist hier die Gold Edition. Die kostet jetzt bei Amazon sage und schreibe 59,90. USK ist 16 und Installation, jetzt erkläre ich mal kurz, ich lese mal von der Packung. Ein Betriebssystem Windows 2000 oder XP und da steht nicht oder höher. Und zwar folgendes, ich habe Windows 7, 64-Bit und die Problematik ist, dass das darunter nicht geht, weil es nur maximal 3 GB Speicher ja, beherzigen kann oder adressieren kann und deswegen inklusive Grafikspeicher, deswegen habe ich über die MS-Config einfach runtergedreht auf 2 MB oder 2 GB Speicher, so ist es richtig. Ja, und habe es dann jetzt zum Laufen gebracht, aber deswegen ist es auch nur 1600x1200, deswegen wundert euch nicht, wenn es Render gibt oder auch original dasteht. So, was haben wir hier? 1,5 GHz oder besser, 256 MB RAM, 6 GB frei und so weiter und so fort. DirectX und hat sogar einen LAN-Modus. Sehr schön. Erscheinungsdatum ist der 17. März 2005 gewesen und das Add-on ist vom 29. März 2006. Entwickler ist Eugen oder Eugen Systems und der Publisher ist Atari. Packungssprüche. Act of War Direct Action ist ein hochrealistisches in der nahen Zukunft spielendes. Wir wählen schon mal unseren Herrn Lück aus und gehen schon mal in Operationen und können hier diverse Kapitel auswählen. Ja, und das gucken wir uns gleich mal an. Hier gibt es doch mehrere Missionen, die wir uns gleich angucken. Das wollte ich noch mal kurz schauen. Ist ein hochrealistisches in der nahen Zukunft spielendes Echtzeitstrategiespiel. Die nahe Zukunft ist 2010. In der unsere Welt für immer zu verändern droht. Übernehmen Sie das Kommando über die Taskforce Titan, eine Angriffstruppe, die Städte auf der ganzen Welt gegen Terror beschützt. Erleben Sie einen dramatischen Hightech-Thriller, der in Zusammenarbeit mit dem 14-fachen New York Times Bestseller-Autoren und ehemaligen Air Force Captain Dale Brown entwickelt wurde. Mit ultimativen Waffen, Fahrzeugen und Geheimdienstquellen der heutigen Zeit. Erleben Sie den Krieg von morgen wie noch nie zuvor in einem Spiel. Ja, klingt spannend. Und dann meinen wir doch, die Geschichte spielt im Jahr 2010 und stammt aus der Feder des amerikanischen Bestseller-Autors Dale Brown. Das habe ich mir noch rausgesucht. Welche Mission spielen wir? Wir spielen eine friedliche Demonstration. Ich spiele das Ganze nicht ganz blind. Ich habe es 2005 schon mal gespielt unter Windows XP. Schwierigkeit, wir machen das Normale und dann wollen wir mal los. Einige Tage später, Houston, Texas. 12.45 Uhr, Samstag, der 20. Mai. Ja, Ladebildschirme sind keine Freunde der Aufnahmeprogramme. So. Kleine Filmsequenz. Ist immer toll gemacht. Viel Spaß.
Ich will sie im goldenen Zimmer sehen, und zwar sofort. Sagen Sie mir, es war ein Unfall. Naja, ich denke nicht. Was haben wir da? Viel Gerede, Sir. Wir glauben, es war Absicht. Mr. President, wir sind dran. Meine Truppen sind mobilisiert, wie besprochen. Sichern Sie sofort Houston ab, Kelly. Denken Sie an das Weltenergieforum nächste Woche. Wir sind darauf vorbereitet. Nein, das sind Sie nicht, General. Für London brauchen wir die Besten. Ich aktiviere die Taskforce Talon. Bei allem Respekt, Sir. Richter und seine Männer sind außerhalb unseres Befehlsbereichs. Er ist der nationale Sicherheitsberater. Er entscheidet. Ich will stündliche Berichte, Robert. Ich habe die Taskforce in 12 Stunden in London. Ein direktes Aktionsteam, das mit allem fertig wird, was Ihnen in den Weg kommt, Mr. President. Gut, dann los. Dann wollen wir mal. Taskforce Talon. Wie sieht's bei Ihnen aus, Jefferson? Schlecht, Sir. Wir stecken im größten Verkehrsstau, den ich je erlebt habe. Nicht gerade wie in Libyen, was? Nein, Sir. Wirklich nicht. Sie müssen in Position sein, bevor die VIPs kommen. Meinen Sie, dass es bald weitergeht? Negativ, Sir. Dann verlassen Sie den Transporter und gehen zu Fuß zum Zielpunkt. Roger, Sir. Türen auf, Jungs. Jefferson, führen Sie Ihr Team durch die Allee und dann weiter zum Palasttor. So. Wird gemacht, Sir. Hey, Major. Ja, Jefferson? Sir, warum machen wir so einen langweiligen Job? In Kurzform? Weil wir machen, was der nationale Sicherheitsberater uns sagt, klar? Klar. Und Kasim? Irrelevant. Was in Houston passiert ist, war das Werk von jemand anderem. Und wenn der Typ auch hier auf dem Energieforum ist, dann... Halten Sie einfach die Augen offen, Jefferson. Los geht's. Auf geht's. Also wir steuern jetzt hier unten, können wir den Einzelnen steuern. Und mit Rechtsklick... Ah, geh da hin, alles klar. So, dann können wir hier einen Raum bilden. Und schicken die auch dahin. Gut. Schöne, lustige, detaillierte Grafik. So, und dann haben wir im Prinzip hier. Können wir die einzeln nehmen. Aha, und auf dieser Seite sehen wir Klicken zum Bewegen. Dann hier Klicken zum Angreifen. Stoppen. Zum Robben hinlegen. Und, was ist das? Klicken zum Gefangen nehmen. Aha. Und da Zone verteidigen. Gut. Wir nehmen jetzt erstmal alle. Alle? Sergeant Major Jefferson hier. Gehen einfach vor. Da müssen wir hin. Da ist unser Zielgebiet. Auf geht's, Jungs. Auf den Weg. Naja. Ziele. Wir schauen mal. Rücken Sie zum Main Mall Avenue vor. Und Jefferson darf nicht sterben. Okay. Wird er auch nicht. Jefferson wird nicht sterben. Besten Dank. Treten Sie beiseite, wir kommen rein. Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Schön, dass Sie da sind, Sir. Jefferson, gehen Sie vor dem Buckingham-Palast in Position. Roger, Major. Jetzt wisst ihr auch, wo wir sind, wenn man hier unten guckt. Der Buckingham-Palast. Geh los! Können wir eigentlich das Auto nehmen? Alles klar, nein. Wir gehen. Das geht geh nicht. Los! Weiter, Jungs. Alles klar, wir gehen. Hier ist unser Punkt. Da müssen wir hin. Was gibt's Neues? Oh. Soweit, so gut. Viel Volk hier, aber die Engländer scheinen alles unter Kontrolle zu haben. Die Bobbys. Auf den Weg. Wie wir sie nennen. Wer ist das eigentlich? Klicken Sie hier, um das Geheimdienstmenü ein- und auszublenden. Schauen wir uns das mal an. Sehr wirksam gegen Infanterie. Kann Hinterhalt stellen, Robben, gefangen nehmen. Auf den Weg. Wir bewegen uns einfach mal weiter. Mal sehen. Viele können da nicht passieren. Ich steuere das Ganze mit den Pfeiltasten hier. Man könnte aber auch. Nee, ich glaube, das passt. Geh los! Wir gehen einfach weiter hier. Geh los! So, bis jetzt ist nichts weiter passiert. Major, wir sind jetzt auf dem Platz. Warten auf Befehle. Gehen Sie vor dem Palast in Position, bei der Wache der Königin. Roger, Sir, gehen jetzt in Position. Okay, das wäre hier. Wir können mal ranzoomen. Hier sieht man die Jungs. Auf den Weg! Dann gehen wir mal vor. Oh, wer ist das hier? Ein Captain. Können wir den nehmen? Nein, den kann man nicht nehmen. Gut. Was kann ich für Sie tun, Major? Wieso dürfen die denn da so einfach durchlaufen? Da sind die ganzen Demonstranten.
Seien Sie vorsichtig, Jefferson. Und Ihre Männer sollen sich professionell geben. Sind heute ziemlich viele Augen auf uns gerichtet. Sir, wann machen wir endlich mal wieder einen richtigen Job? Ruhe, ich melde mich wieder, wenn die Limousinen ankommen. Halten Sie sich bereit. Okay, machen wir das doch. Wir sind in Position, Sir. London, wo in Kürze das Weltenergieforum beginnt. Tausende demonstrieren auf der Straße gegen Wir sind bereit. Die Menschen hier sind etwas unruhig, Sir. Manager, alle herrschenden Ölkonzerne werden im Buckingham Palace zu einer Audienz mit der Queen erwartet. ETA, 2 Minuten, bis die US-Delegation eintrifft. Beobachten Sie das Gelände, Jefferson, und sagen Sie mir, wenn Kingman auftaucht. Roger. Okay, irgendwas ist hier im Busch. Das merkt selbst der dümmste Präsident. Da, Nummer 1 dürfte Igor Sacharow sein, der russische Vorstandsvorsitzende von... Sir? Ja, Jefferson? Kingman ist Nummer 2. Das ist unser Mann. Sagen Sie Ihren Leuten, Sie sollen ihn genau beobachten. Leute, genau beobachten. Okay, Achtung. Also wie Sie das gemacht haben, wird echt aufwenden. Ne? Das Gebiet ist abgesichert, Sir. Sie kommen gerade auf den Platz. Sichern Sie Ihre Waffen, ich will keinen Unfall. Roger, Sir. Waffen sichern, Leute. Okay, gesichert. Runter mit dem Preis, runter mit den Klamotten, wäre mir lieber. Nicht bei den Jungs, sondern bei den Mädels. Ja, ja. Schön aufpassen, Jungs. Das ist der Russe. Und wo ist unsere Zielperson da? Oh, Achtung, Achtung. Jefferson, ich glaube, ich habe was gehört. Soll ich es überprüfen, Sir? Nein, das ist Hoheitsgebiet der britischen Polizei. Ach du Scheiße. Bleiben Sie bei den VIPs. Roger, Sir. Wir sind unter Beschuss! Ich wiederhole, wir sind unter Beschuss! Können Sie sie sehen? Wie viele sind es? 2. Von hier aus kann ich sie nicht sehen. 3. Sie verstecken sich in der verdammten Menge. Bringen Sie die VIPs in Sicherheit, Jefferson. Wird gemacht. Okay, jetzt geht's los. Mist. Negativ, Sie haben Anweisungen, die Delegierten zu beschützen. Stellung halten! Oh mein Gott! Was für eine Panik. Na ja, warum können wir denn jetzt mal zum Einsatz? Was ist eigentlich los? Schüsse auf dem Platz, Sir. Wir versuchen, die Delegierten zu evakuieren. Nein, Major. Die Bodyguards sollen sich um sie kümmern. Bringen Sie Ihre Männer auf den Platz. Sir, die Delegierten haben Priorität. Helfen Sie den Zivilisten, verdammt nochmal, Richter. Wir sind mitten im Kugelhagel. Na los! Schalten Sie die Angreifer mit allen Mitteln aus, Jefferson. Haben Sie verstanden? Roger! Los! Jetzt können wir mal loslegen, ja? Und wir müssen mal zeigen, wie der Hafen ist. Na komm. So, wo laufen sie hin? Hinwegen. Feuer frei! Oh, haben wir schon erledigt? Wir gehen! Auf meinen Befehl! Auf mein Signal! Schießen, los! Auf mein Signal! Wir könnten auch hinter die Mauer gehen. Jefferson, wir können den Feind auf dem Weg! Ach nee. Auf meinen Befehl erschossen! Feuer zurück auf dem Weg! Hier. Die Terroristen haben uns entdeckt! So. Gehe los! Nee. Okay. Alles klar, wir gehen. Schnell. Sehr gut. So, wo gehen die hin? Wo kommt ihr von der anderen Seite? Auf meinen Befehl! Auf meinen Befehl! Oh.
diese wegfliegende Ragdoll-Grafik. Sehr schön. So, kommen hier noch welche? Auf dem Weg. Und hier oben sind auch noch welche, ne? Die müssen wir auch noch platt machen. Okay, alles klar. So, die hier? Auf mein Signal! Schießen, Bus. Schießt! Sind wir denn noch getarnt? Auf mein Signal! Die Terroristen haben uns entdeckt! Auf mein Signal! Das sind ganz schön böse Terroristen. So, okay, und jetzt sind sie hier. Geh los! Achtung, Jungs! Geh los! Auf meinen Befehl! Jetzt müsst ihr schießen. Kommt! Kommt! Auf meinen Befehl! Oh, Mist! Nichts passiert. Schützen neutralisiert, Gegend gesichert. Limo Alpha verschwunden. Wiederhole, Limo Alpha verschwunden. Verdammt. Vega, geben Sie mir eine Position für das Fahrzeug. Jefferson, Meldung. Nur leicht Verletzte, Sir. 7 Terroristen getötet nach meiner Zählung. Schlecht ausgerüstet. Das waren keine Profis, wenn Sie mich fragen. Alles klar. Schlecht ausgerüstet? Die hatten vollautomatische Waffen. Die sind doch nicht schlecht ausgerüstet. Wir gehen mal hier hoch. Los, Jungs. Auf geht's. Suchen wir doch mal die Limo. Warte mal, was war denn hier eigentlich? Ach, die kann man noch mitnehmen? Nee, die kann man nicht mitnehmen. Schade. Kommt, trudelt mal alle ein. Was kann ich für Sie tun, Major? Die könnten wir dann zwei Trupps. Geh los! Sir, da kommen Lastwagen aus Richtung Osten, könnten feindliche sein. Danke für die Info, Lieutenant. Halten Sie mich über alles auf dem Laufenden. Ins Dickicht. Sehr schön. Hier sind Feinde! Wow! Zurück. Die Terroristen haben uns auf dem Weg! Das rumst doch gut. Hier sind Feinde! Feuer werden beschossen! Feuern Sie raus! Werden beschossen! Feuern Sie alles klar! Die Terroristen haben uns. Sir, ich habe eine Meldung vom MI5-Helikopter. Sie haben eine Limousine ein paar Blocks nördlich des Platzes gesichtet. Gehen Sie hin, Jefferson. So kurz vor dem Ziel wird sie nicht stehen bleiben. Vega, ich will eine Nahaufnahme. Roger, Sir. Alles klar, wir gehen. Okay. Die World als Kennzeichen. Auch nicht schlecht. Das ist Kingmans Fahrzeug. So, wir müssen hier vorsichtig sein. Jefferson darf nicht sterben. Oh. Die Talon. Vor. Jack Maxwell. Platoon Leader. Jefferson. Platoon Leader. Und? Ich glaube, wir haben Kingmans Wagen gefunden, Sir. Glaube ich auch. Aber? Er ist leer. Wetten? Irgendein Lebenszeichen? Nein, negativ, Sir. Hm, das war ja klar. Achso, Zeichen schon. Wie ist die Lage, Major? Weder von Kingman noch von Sacharow etwas zu sehen. Die CIA sammelt Informationen über die Kidnapper. Sie werden in ein paar Stunden etwas haben. Bis dahin sind sie tot. Vega, finden Sie sie. Sofort. Wird gemacht. Okay, Baby. Dann such mal. Ich melde mich wieder, Sir. Und ich melde mich dann auch Bingo. Wieder. Beim nächsten. Was gefunden? Speicherpunkt. Dann habt ihr schon mal einen. Sehen Sie, das ist eine Segleruhr. Aha. Mit eingebautem GPS. Perfekt. Ich trianguliere das Transponder-Signal. Dann haben wir seine Position auf 5 Meter genau. Naja, das sind aber noch 5 Meter, die wir suchen müssen. Sehen Sie mal, wer mitsegelt. Der Herr Sicherheitsberater höchstpersönlich. Robert Chamberlain. Gute Arbeit, Lieutenant. Die CIA sucht sowas wie Sie. Nicht mit mir. Falls das jemanden interessiert. Hm. Na, tipp mal noch ein bisschen rum auf deiner Tastatur. Vega. Okay, jetzt haben wir. Okay, wir haben ihn eingekreist. Er ist hier, hier oder hier. Hm, das sind nochmal mehr als 5 Meter. Entweder wir das sind haben 5 ihn Blocks. Oder seine Uhr. Okay. Dann wissen wir ja Bescheid. 30 Minuten später in der Botschaft. So viel dazu und dann schauen wir uns mal noch das Add-on an. Bis demnächst. Bye bye. Ciao, tschüss. Erstmal, ach nee, bleibt dran. Wir gucken das uns noch an. Ja, ciao.